Hat das Rad auch. Moin, willkommen bei uns im Garten. Heute gibt es etwas, wo ihr dann vielleicht sagen werdet, ah Jens, aber muss das nur wirklich sein? Aber es hat etwas mit der Energiewende zu tun, auch mit meiner persönlichen Energiewende. Und deshalb ja, möchte ich euch heute ein Produkt vorstellen, was mir die Firma Diu zur Verfügung gestellt hat. Jo, packen wir das Ding mal aus. Und sogar ein Karton im Karton im Karton. Schauen wir mal, was drin ist. Eine Bedienungsanleitung, Pedalen, ein Ladegerät und Werkzeug. Ja, die Leute, die mich vielleicht kennen, wissen, ich bin leidenschaftlicher Non-E-Bike-Fahrer. Warum mache ich jetzt das trotzdem mit diesem E-Bike, dass ich das hier vorstelle? Nun, es gibt manchmal Situationen, wo es vielleicht sinnvoll ist, wirklich ein E-Bike zur Verfügung zu haben und wie in diesem Fall vielleicht auch ein kleines Club-E-Bike. Und ja, deswegen werden wir uns das Ding jetzt mal anschauen, es zusammenbauen und dann werde ich mit euch zusammen mal eine Probefahrt machen und gucken, wie mir das Ding so gefällt. Die Pedale sind übrigens gekennzeichnet mit rechts und mit links, weil die unterschiedliche Gewinde haben. In dem Werkzeugsatz ist auch gleich ein passender Pedalschlüssel dabei. Sehr praktisch. Und dann kann man das hier einfach reinschrauben, das Pedal. Das bekommt jeder hin. Der könnte ein bisschen enger sein. Ich glaube, ich habe ihn schon aufgebogen. Jo, dann würde ich sagen, laden wir den Akku mal auf. Dafür kann man übrigens hier den Akku ganz gut rausnehmen, wenn man hier den Sitz nach oben klappt. Einmal aufschließen von der anderen Seite. Hier ist so ein Verriegelungsbügel drin, den macht man dann auf. Vorher natürlich noch hier die Verbindung trennen. Und dann kannst du den Akku hier recht einfach aus der Schiene nehmen. Geladen wird der Akku hier natürlich mit Solarenergie bei uns hier in unserer PV-Hütte, quasi in unserem Gartenhäuschen, wo auch die ganzen Geräteakkus geladen werden. Da hat es genug Power. Ja, hier habe ich noch die letzten beiden leeren Akkus, beziehungsweise mittlerweile vollen Akkus. Die können eigentlich raus hier, kommen dann wieder hier auf die Seite. Wenn ihr Interesse an dem Projekt habt, ne, ich verlinke euch das Video dann entsprechenderweise oben rechts. Ja, hier einmal das Ladegerät von Diu. Ist übrigens ein Ladegerät bis 54,6 Volt. Das heißt also, wir haben hier einen 48 Volt Akku. Da steht es auch nochmal drauf. 48 Volt, nämlich hier. So, ne, und hier am Akku ist so ein kleiner Deckel, den kann man so zur Seite machen und dann steckt man den hier ein und dann sollte der Akku laden. Und hier sieht man 130 Watt zieht das Ladegerät. Ja, prima. Wobei, wir können es einmal umstöpseln, damit hier die Einhelllader 123, mit 123 Watt wird geladen. Die Akkus, die hier drin sind, sind bei 100%. Ja, das ganze System hier hat eine Kapazität, ich weiß gar nicht, ob ich das hier einstellen kann oder anzeigen kann, von 200 Amperestunden. Das heißt also, genug
ja, Power hier für diesen kleinen Akku. 48 Volt, 7,5 Amperestunden, macht 360 Wattstunden für diesen Akku. Ja, das war ja wirklich schnell aufgebaut, also ein paar Minuten nur, 5 bis 10 mit Video machen. Das ist wirklich sehr, sehr kurzfindig, schnell zusammengebaut. Jetzt muss man noch ein bisschen warten, so 4 bis 6 Stunden, glaube ich, bis der Akku voll ist. Dann nehme ich euch mit auf eine kleine Probefahrt. Schleusenbrücke, erste signifikante Steigung hier oder erste bedeutsamere Steigung, und das geht im Unterstützungsmodus 2 auf Mittel. War echt gemütlich, muss ich was sagen. Meine Lieben, hier draußen in der Natur zum 1. Mai, richtig geiles Wetter. Wir haben heute den 2. Mai. Gestern bin ich nicht gefahren mit dem Fahrrad oder so, sondern habe PV-Anlagen installiert. Aber ja, zum Diu A5, meine ersten Eindrücke. Ich bin jetzt 36 Kilometer insgesamt mit dem Rad gefahren und muss sagen, okay, es ist ein super cooles kleines Bike für kurze Strecken, so bis maximal 15, 20 Kilometer. Reichweite laut Datenblatt sind so um die 40 Kilometer. Von daher, ja, ist das da natürlich eigentlich vollkommen drin. Aber dadurch, dass es so klein ist, ja, mag ich damit halt längere Strecken, also ich damit längere Strecken nicht fahren. Ja, ich persönlich sehe den Einsatzzweck vor allem als Campingplatz-Cruiser oder als, ja, Begleitfahrzeug, zum Beispiel im Wohnmobil oder im Minicamper. Wenn man wirklich dann mal an einem Platz steht und dann mal kurz in die City möchte, muss man halt sein, ja, Wohnmobil, Minicamper nicht abbauen, sondern kann sich wirklich einmal zum Einkaufen hier das Faltrad des Diu A5 nehmen und kommt dann relativ schnell halt dahin, wo man gerne hin möchte, bis 15 Kilometer, wie gesagt. Das sollte eigentlich ganz gut möglich sein. Dadurch, dass es diesen kräftigen Motor hat, schafft es die 25 oder soll es die 25 km/h schaffen im schnellsten Modus mit Unterstützung. Das heißt also, wenn du trittst und der Motor gleichzeitig arbeitet. Ich finde aber, das Ganze ist ein bisschen, ja, zu schnell, was die Tretgeschwindigkeit angeht. Ich komme damit so nicht klar und ich komme so real im High-Modus, so auf 21, 22 km/h mit Unterstützung. Das finde ich aber auch vollkommen ausreichend für dieses Fahrrad. Wenn du den mittleren Modus nimmst, dann sind es so 17 bis 18 km/h, die man damit schaffen kann. Und im Eco-Modus sind es dann 11 bis 12 km/h. Und dann ist natürlich auch die Reichweite am längsten.
aber man ist natürlich auch relativ gemächlich unterwegs, was aber sicherlich auch, gerade wenn man das DUR5 als Campingplatz-Cruiser nimmt, gar nicht so verkehrt ist, weil auf den meisten Campingplätzen gibt es so eine Geschwindigkeitsregelung, dass du sowieso nicht schneller als 10 km/h fahren darfst. Von daher auf dem Campingplatz ruhig angehen lassen, nicht volle Pulle fahren mit dem Ding, sondern wirklich gemächlich, dann kriegst du auch keinen Ärger mit dem Platzbesitzer. Was ich persönlich auch noch sehr positiv empfinde bei diesem Motor ist, dass du auch ja kleinere Steigungen so bis 15% hinbekommst. Blende ich euch mal ein. Der war zwar so ein bisschen, dass man wirklich selber auch mit unterstützen musste, aber das funktionierte ganz gut. Was du bei diesem DUR5 beachten musst, es geht zwar nur bis 25 km/h, das heißt also, es ist für eigentlich alle europäischen Länder von der Geschwindigkeit her absolut in Ordnung, aber du hast einen Gasdrehgriff, einen Daumengas oder wie auch immer man das nennen kann. Und das geht nicht nur bis 6 km/h. In Deutschland ist das nur bis 6 km/h erlaubt. Und ja, da kannst du mit diesem Daumengas wirklich auch bis 21, 22 km/h fahren. Das ist natürlich, naja, nicht im Sinne des deutschen Gesetzgebers. Das ist ein bisschen schade. Es wäre natürlich schön, wenn es von DIO eine Anleitung geben würde, wie man das vielleicht irgendwie ausstellen könnte oder ob man das irgendwie ausstellen kann. Wenn ihr da Ideen zu habt, ob man das ausstellen kann oder wie man das ausstellen kann, gerne hier unten in die Kommentare. Dann kann man dazu vielleicht noch mal ein weiteres Video machen. Und auch wenn es dadurch nicht für den deutschen Straßenverkehr offiziell zugelassen ist, auf Campingplätzen darfst du es immerhin bewegen. Also auf Privatgelände ist das Fahren dann entsprechenderweise in Ordnung. Vom Traggewicht her ist dieses Bike bis 120 Kilo des Fahrers zugelassen. Da dürfte ich gerade so eben reinfallen. Und das heißt, das Ding hat bis jetzt die 36 Kilometer auch mit meinem Gewicht durchgehalten. DIO sagt, okay, inklusive Gepäck bis 150 Kilogramm kann dieses Bike tragen. Das ist natürlich eine tolle Sache. Und von der Größe des Fahrers her ist es ungefähr bis 1,80 Meter. Den Sattel kann man ganz einfach in der Höhe verstellen. Ich finde die 1,80 ein bisschen übertrieben. Ich bin 1,80 und es ist natürlich nicht, ne, wir haben hier ein Mini-Faltrad, nicht die optimale Sitzposition, aber man kann damit durchaus umgehen. Ja, und auch wenn ich hier relativ tief sitze für meine Verhältnisse, ne, ich fahre 6000 Kilometer mit einem normalen Fahrrad im Jahr ungefähr, da kann man sich natürlich vorstellen, okay, das ist dann, wenn dann nicht alles hundertprozentig passt, ist man immer ein bisschen, dann ist man immer ein bisschen voreingenommen. Und ich muss aber sagen, okay, dieses Rad lässt sich dadurch, dass es halt auch eine Federgabel hat und einen gefederten Sattel und auch eine Federsattelstütze, eigentlich sehr, sehr bequem fahren, auch auf diesen ja, Wegen hier an der Ems, die auch teilweise Schotterwege sind, wo auch noch Auswaschungen vom letzten Hochwasser da sind. Und ja, das hat so ganz gut funktioniert. Ja, ein weiteres Feature, was ich ganz nett finde, was auch im deutschen Straßenverkehr mit Vorsicht zu genießen ist, ist der Cruise Mode. Das heißt also, wenn ich an diesen Gashebel, ja, 10 Sekunden, wenn ich den in einer bestimmten Position lasse, dann hält das Fahrrad die Geschwindigkeit und ja, man muss halt nicht mehr treten, man muss auch den Gashebel nicht mehr bedienen und sobald man dann bremst zum Beispiel, dann geht die Geschwindigkeit wieder zurück oder wenn man halt noch mal schneller reintritt, dann gibt es da wieder eine Änderung. Das heißt, es ist so ähnlich wie die Geschwindigkeitsautomatik beim Auto. Ja, und auf dem Display kann man sich ein paar Sachen anzeigen lassen, nämlich natürlich einmal die Hilfe, Bug-Alarm. Ja, auf dem Display kann man sich verschiedene Sachen anzeigen lassen, nämlich einmal den aktuellen Gesamtkilometerstand, den man gefahren ist, dann den jeweiligen Kilometerstand der letzten Fahrt, genau. Und du kannst dir auch die Spannung des Akkus anzeigen lassen. Das ist auch immer eine gute Information, dass man sich nicht nur auf die vier Balken zum Füllstand des Akkus verlassen muss, sondern auch ungefähr ja, über die Spannung halt abschätzen kann, okay, wann ist mein Akku zu Ende und wann muss ich halt das nächste Mal ans Stromnetz. Apropos Stromnetz, das Laden des Akkus, ja, kann man natürlich einmal im Fahrrad machen selber und wenn man natürlich gerade im Winter, ne, wenn man es im Winter fährt, sollte man den Akku nicht bei Minustemperaturen laden, das heißt also nicht draußen in der Garage oder sowas oder im Fahrzeug, sondern halt vielleicht schon drinnen im Warmen. Und dann kann man diesen Akku
ganz einfach rausnehmen. Man kann den Sattel nach vorne klappen und dann kann man halt ja, mit dem Schlüssel den Akku aufschließen. Dann geht diese Entriegelung weg und dann kann man den Akku ganz einfach nach oben hin rausziehen und ja umgekehrt wieder halt auch einbauen. Ihr habt sicherlich gesehen, das Rad hat Scheibenbremsen und bei diesen Scheibenbremsen, wenn ihr euch vorne einmal die Bremsgriffe anschaut, dann findet ihr neben den Bremszügen noch ein weiteres Kabel und dieses weitere Kabel ist dafür da, dass das Rücklicht blinkt, wenn ihr bremst, auch tagsüber, wenn ihr das Licht nicht angeschaltet habt. Und wie das Licht aussieht, das werden wir uns heute Abend noch mal angucken, weil jetzt ist gerade hell, da macht das keinen Sinn. Und dann kann man auch noch mal vergleichen mit dem Licht, was ich normalerweise so dabei habe. So, gucken wir uns noch mal am Garagentor die Lichtleistung an. Und zwar einmal meines normalen Fahrradlichtes, was ich habe. Das ist so ein Sigma-Akkulicht. Finde ich fürs Mountainbike optimal. Und jetzt schalten wir mal das Licht vom Dio dazu. Und das würde ich sagen, ne? Und dann mal hier mein Mountainbike-Licht aus. Also es scheint nicht sehr weit, aber dafür ist der Bereich vorne relativ hell. Wohingegen hier, ja, mein Sigma-Licht quasi nicht so weit ausleuchtet. Gut. Also ich finde das Licht sehr brauchbar. Und zu guter Letzt hat die Kiste noch ein Alarmsystem. Das ist auch ziemlich funny. Das heißt also, du kannst ja wie beim Auto das Fahrrad abschließen, dann hat es einen aktiven Alarm und wenn es dann berührt wird, fängt es an, ja, wild rumzuhupen. So, und wenn man jetzt den Alarmmodus einschalten möchte, muss man hier einmal auf das Schloss klicken. Und wenn man dann das Fahrrad bewegt, passiert Folgendes. Und wenn man das jetzt nochmal bewegt, spooky. Uiuiui. Ob man das braucht, ist eine gute Frage. Ich glaube, ein Schloss ist besser, weil man kann es natürlich immer noch schnell wegtragen. Und gut, wegrollen kann man es nicht, weil es gibt dann so eine Sperre des Motors. Das heißt also, wegfahren könnte man damit nicht oder nur schwierig. Das ist halt sehr positiv an der ganzen Geschichte. Aber der Alarm ist manchmal sehr empfindlich. Das heißt also, wenn du dieses Fahrrad in den Wind stellst, kann es sein, dass halt da der Alarm regelmäßig losgeht. Und da ist es natürlich gut, wenn man seine Umgebung nicht stören möchte, dass man halt diesen Alarm nicht nutzt und dann halt vielleicht noch einfach ein normales Schloss mitnimmt. Vielleicht ist das Rad auch was für Pendler, weil es lässt sich ja sehr klein zusammenfalten. Bei mir soll es natürlich mit in den Minicamper vorne an den Vordersitz oder an den Beifahrersitz halt. Aber wenn du es natürlich zusammenklappst, dann hast du natürlich ein Fahrrad, bei dem du zum Beispiel bei der Bahn halt kein extra Ticket lösen musst, sondern es ist einfach nur ein Gepäckstück und ja, es lässt sich halt sehr klein zusammenfalten, wiegt dann allerdings natürlich auch 22 Kilo, aber das kann man noch tragen, finde ich, gerade so. Und dann hast du natürlich ein tolles Fahrrad ab zur Bahn und dann halt, wenn du an deinem, ja, an deinem Arbeitsort angekommen bist, kannst du dann halt wieder von der Bahn zu deiner Arbeit fahren, elektrisch angetrieben, ohne dass du dich halt schwitzig fährst. Das mögen ja viele Leute nicht, mir ist das ziemlich egal. Ich fahre, wie gesagt, 6000 Kilometer im Jahr per Muskelkraft. Dann schreib doch gerne einfach mal in die Kommentare, was du von so einem kleinen Fahrrad hältst. Ich persönlich finde es, wie gesagt, eine gute Nischenlösung, nicht so als Allround-Fahrrad, was ich halt den ganzen Tag fahren würde. Aber wie gesagt, Campingplätze oder sowas sind halt so das Spezialgebiet. Preislich liegt dieses Fahrrad unter 800 Euro. Ich habe es auch schon für, ja, unter 600, glaube ich, gesehen, wenn es mal wirklich im Sonderangebot war. Das heißt, da kann man durchaus zuschlagen. Ja, und wenn du denkst, das ist was für dich, ich verlinke dir das hier einfach unten mal drunter. Dann kannst du dir das selber auf der Dio-Webseite mal anschauen. So viel zu einem sprichwörtlich kleinen Ausflug in die Fahrradwelt. Das ist hier nicht die Regel, sondern wirklich mehr eine Ausnahme. Es sei denn, es geht wirklich um eine Fahrradtour,
die ich da noch mal filmen möchte. Da sind die ein oder anderen Sachen noch in Vorbereitung. So langsam habe ich wieder Energie, da was zu machen. Aber erstmal geht es weiter hier auf dem Kanal mit meiner persönlichen Energiewende, mit Informationen zu Tibba und generell Strompreisen, dynamischen Strompreisen. Da wird in den nächsten Wochen noch einiges kommen und es wird auch noch wieder Videos geben, die ich endlich mal machen möchte. Und zwar zum Thema Preismonitoring von Tibba in Grafana. Das wird so eines der nächsten Videos, die definitiv auf der Liste stehen. Das wurde auch schon sehr oft nachgefragt. Ich habe da so ein paar fancy bunte Sachen gemacht, um einfach eine andere Möglichkeit zu haben, diese Preise auch noch für sich selber zu analysieren. Da solltet ihr dranbleiben, wenn euch sowas interessiert. Und wie gesagt, dieser Fahrrad-Content ist eigentlich eher die Ausnahme hier auf dem Kanal. Okay, ihr Lieben, vielleicht sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer niedrige Strompreise, tolle PV-Erträge, tolles Wetter, um draußen was zu machen. Geht raus, genießt das Leben, genießt das Wetter und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss.